Namaste und herzlich willkommen zur Tagesenergie. Ja, es ist die Nummer 117 in einem wiederum vollständig anderen Format. Du siehst mich diesmal also auch, wenn du, ja, wenn du bei YouTube beispielsweise zuschaust. Und vielleicht hast du auch schon die vorangegangenen kurzen Videos gesehen. Es soll also jetzt des Öfteren Videos geben. Und die müssen für mich mindestens so unkompliziert sein wie ein Podcast. Und das sind sie auch, weil ich einfach das wirklich sehr einfach halte. Deswegen ist hier alles sehr reduziert und sollen mir einfach ermöglichen, schnell und unkompliziert Dinge mit dir zu teilen. So, das ist so der Hintergrund. Und von daher bitte ich um Verständnis, wenn hier noch nicht alles so ganz perfekt ist. Aber nach und nach wird es immer besser, vermute ich. Und die Tagesenergie heute ist die erste in diesem neuen Format. Und natürlich gibt es dennoch Live-Zuhörer bzw. Teilnehmende bei der Produktion. Und mit dem bin ich via Internet verbunden. Und für mich ist es natürlich eine tolle Sache, hier so eine Kommunikation zu ermöglichen. Ich bin kein Freund von diesen Livestreams mit Chat, weil da wirklich so grausig dazwischen geschrieben wird. Und das nimmt einfach immer auch einen großen Teil der Aufmerksamkeit gefangen. Aber hier haben die Zuhörer die Möglichkeit, einfach die Dinge nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch stellvertretend für dich Fragen zu stellen, einfach zu den Themen, die ihnen jetzt wichtig scheinen und die ich vielleicht übergangen habe und nicht ausreichend angesprochen habe. Also dahingehend auch die Aufforderung an alle, die hier heute live dabei sind. Vielleicht hast du auch den Eindruck, da habe ich etwas gesagt, was für dich auch schlüssig ist, aber was du durchaus nochmal etwas anders differenzierter hören möchtest, damit es noch klarer wird. Gerne also. Ja, die Teilnehmer haben dazu Zugang zu einem Formular und werden sicherlich im Laufe dieser Tagesenergie Gebrauch davon machen. Ich habe einige Meldungen rausgesucht und ich habe schon erwähnt, ich hatte noch nie so viel Meldungen wie diesmal. Noch nie. Und ich habe mich sehr zurückgehalten mit einem Video zu den Situationen in Sachsen beispielsweise und diesen ganzen Reaktionen darauf. Ich habe interessanterweise heute auch dazu keine wirkliche Meldung ausgedruckt, weil alles schon so breit gewalzt worden ist. Aber ich werde natürlich über diese Thematik sprechen, denn sie ist, man könnte sagen, schon ein Meilenstein. Also ein Meilenstein heißt für mich, an dieser Stelle wird etwas markiert auf einer Strecke und damit wird auch vielleicht eine gewisse Denkrichtung in Bewegung gesetzt. Es gab schon mal so einen ähnlichen Meilenstein, der sich dann aber eher als Steinchen entpuppt hat. Das waren die Geschehnisse in Köln. Da gab es auch einen sehr großen Aufbrausen. Aber das ist jetzt hier ein bisschen anders. Und wir werden darüber sprechen, natürlich. Aber ich habe mich zurückgehalten. Es liegt auch daran, ich habe eine außergewöhnliche Veranstaltung noch in diesem Jahr, jetzt im September. Und da braucht es meine gesamte Aufmerksamkeit. Und das ist ein sehr heikles Thema. Und das ist ein Thema, das mich auch energetisch sehr mitnimmt. Also ich merke einfach, da kann ich mich nicht jeden Tag sehr lange mit beschäftigen. Weil das wirklich in ziemlich tiefe Gewölbe führt. Und ich lasse auch bei diesem Zusammensein das allererste Mal nur Menschen zu, sozusagen. Oder es dürfen nur Teilnehmer dabei sein, die schon mal irgendwo bei mir waren. Einfach um zu vermeiden, dass jemand, der ganz neu mit bestimmten Themen in Berührung kommt, wirklich so überwältigt wird oder auch einfach überfordert wird. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben inzwischen Meldungen, die geeignet sind, uns zu überfordern. Muss man, also ich bin wirklich der Auffassung, dass man eine doppelte Verantwortung diesbezüglich hat. Wenn man Informationen mit dem Hintergrund weitergibt, im anderen einen Impuls zur eigenen Bewusstwerdung zu setzen oder das anzubieten. Denn dann ist es wirklich gar nicht gut, wenn du das übertreibst, wenn du da über diesen Punkt hinweg gehst, an dem der andere noch steht und ihm, wenn du ihn sozusagen mitnimmst, an die Hand nimmst und ihn mitreißt und dann mit einer unglaublichen Geschwindigkeit er hinter dir herhechelt
und irgendwann auch den Anschluss verliert, weil damit würde er auch diesem ganzen Thema vermutlich künftig viel distanzierter gegenüberstehen. Und deswegen haben wir da eine Verantwortung, jemand nach und nach an Themen heranzuführen und diejenigen, die natürlich weiter sind, trotzdem auch denen zur Seite zu stehen, um dann in tiefere Gewölbe des Kaninchenbaus zu gehen. Und die Tagesenergie, die soll natürlich sowohl die einen als auch die anderen irgendwo versorgen mit Informationen. Und ich tue das dahingehend, dass ich bisweilen Hinweise gebe, die nicht von allen verstanden werden können. Und vor wenigen Tagen hat mir jemand wieder gesagt, du, ich habe mir jetzt rückwirkend nochmal eine alte Tagesenergie-Ausgabe angesehen und ich habe jetzt viel mehr davon verstanden. Ich weiß jetzt, was du damals gemeint hast. Und das tue ich wirklich absichtlich. Und manchmal kann ich die Dinge auch aufklären später, aber sehr häufig ist es einfach viel wertvoller, wenn du selber so einen Impuls bekommst, indem du sagst, ah, da gucke ich jetzt mal, da kümmere ich mich, da google ich mal, da fange ich mal an zu recherchieren. Weil dann kriegst du was raus und kriegst nicht was vorgesetzt. In der heutigen Zeit haben wir alle so eine Vorstellung, dass wir nur die richtigen Informationen geliefert bekommen müssen, um dann daraus die Erkenntnis abzuleiten. Das ist nicht wahr. Du musst reif sein für die Information. Und wenn du da nicht reif bist für die Information, dann nützt dir die Information nur auf einer bestimmten Ebene, vielleicht auf der intellektuellen. Du kannst dann auch ganz wichtig darüber sprechen. Oder du kannst vielleicht auch schon einen Teil davon mehr integriert haben und Zusammenhänge herstellen, aber trotzdem die eigentliche dahinterliegende Ebene dennoch übersehen. Und das geht jedem Menschen so. Das ist ganz normal und üblich. Und wenn du jemand sofort in einem Expressfahrstuhl setzt und nach unten rast in diesen Kaninchenbau, das wäre ein absoluter Schock. Und deswegen, das soll mein Einstieg auch heute sein, dieser Hinweis, wir haben im Moment extrem starke Impulse. Heute ist es angenehmer. Der heutige Tag ist energetisch nicht so aufreibend, aber gestern, vorgestern, waren sehr intensive, aktive Kräfte auch wieder zu spüren. Und wenn ich das so sage, dann weiß ich, dass viele nicken und andere sagen, na, überhaupt nichts gespürt. Es hat natürlich auch immer mit deiner Resonanz zu tun, und zwar nicht nur in Form der eigenen Sensibilität, sondern auch einfach bezogen auf die Thematik, wie stark die mit dir in Resonanz ist. Und wir haben bestimmte Themen, die sind jetzt sehr präsent und fordern uns unglaublich heraus. Und in dieser Zeit gibt es sehr viele Menschen, die möchten einfach gar nicht so gern davon hören. Und ich habe auch wieder vor ein paar Tagen mit unterschiedlichen Menschen zusammengestanden und auf einmal ist da so irgendetwas gefallen an Thema, was mich veranlasst hat, dazu etwas zu sagen. Und auf einmal hat sich daraus etwas ergeben und ich habe ein bisschen Hinweise gegeben zu bestimmten Dingen, die jetzt so passieren in der Öffentlichkeit, Veränderungen zum Beispiel, die zu sehen sind bezüglich, nehmen wir einfach ein Beispiel, das war nicht das Thema dort, aber das fällt mir jetzt ein, zum Thema Organspende zum Beispiel. Na, da haben sehr viele Menschen eine sehr naive Vorstellung. Na, wenn ich tot bin, dann ist mir es egal, was da aus meinen Organen wird. Na, wenn du anfängst, da ein bisschen tiefer hineinzugucken, dann kannst du dort ganz erschreckende Dinge finden. Zum ersten Mal, dass du natürlich gar nicht tot sein darfst, damit dein Organ verwendet werden kann. Das ist absolut unmöglich. Dann, es wäre untauglich. Und dann findest du noch heraus, dass auch diese Feststellung des Todes ein ganz komplexes Thema ist. Das ist überhaupt nicht einfach, überhaupt nicht banal. Es ist gar nicht einfach, einen Tod festzustellen. Ja, im Fernsehen siehst du, da beugt sich jemand vor, ja, der ist tot. Das ist so nicht. Es gibt also viele Berichte von Menschen, die nach Tagen wieder aufgewacht sind. Da gibt es sehr viel dazu zu sagen und das wird im nächsten Jahr auch ein Thema sein, mit dem ich dich mehr in Berührung bringen will. Die Dinge brauchen aber eine Repräsentanz in der Zeitqualität. Man kann sagen, die Zeit muss reif sein.
Und dieser Begriff, der ist ja gar nicht jetzt von mir geprägt, damit mir zu Pass kommt, sondern dieser Begriff, der ist ja umgangssprachlich uns auch präsent. Es muss reif sein, die Zeit muss reif sein dafür. Du, hast du schon mit der Erika darüber gesprochen? Nein, das war einfach nicht der richtige Moment. Du weißt, was ich meine. Und dieser richtige Moment, den kannst du nicht machen. Und im Moment gibt es bestimmte Themen, die kommen nach oben. Und für viele Leute sind die sehr, 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 sehr herausfordernd. Ich habe übrigens gestern ein kleines Video gemacht. Im Moment nehme ich ja viele Videos auf. Und ich freue mich natürlich wirklich sehr darüber, dass hier auch die Videos geguckt werden, dass es viele Bestätigungen gibt. Freue mich über jeden Daumen hoch, ganz klar, gar keine Frage. Freue mich über jeden Abonnenten. Und ich möchte einfach solche Impulse anbieten. Und was du daraus machst, das ist eben dein Ding auch. Und gestern habe ich darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die können bestimmte Thematiken inzwischen auch wiedergeben, können darüber sprechen. Ja, da gibt's ja so eine Verschwörungstheorie, da ist ja alles ganz anders und haben vielleicht schon mal irgendwas vom Zinsen gehört, vom Geldsystem. Und dann denkst du, ach, guck mal an, das hätte ich gar nicht gedacht, der beschäftigt sich damit. Und auf einmal merkst du wieder, dass der das nur ganz oberflächlich tut. Da ist wieder was Neues aufgetaucht. Ach, das ist ja interessant, das ist ja cool, da kann ich drüber sprechen in der Kneipe. Aber in seinem inneren Erkenntnisprozess sind diese Dinge einfach noch nicht reif. Aber, und jetzt kommt es, er fängt schon an, selber darüber zu sprechen. Und alles, was wir zu jemand sagen, sagen wir auch zu uns selbst. Es gibt so eine wunderschöne Anekdote, ich kann leider dir nicht mehr sagen, von wem sie ist, aber sie ist ganz wunderbar. Da wird also ein alter Referent gefragt, der mit über 90 noch immer wieder Vorträge hält, warum er das macht, warum er diese Strapazen da auf sich nimmt und doch immer Vorträge hält mit diesem Aufwand und die Menschen aufklärt. Und dann sagt er als Antwort, naja, ich muss doch hören, was ich zu sagen habe. Und das ist sehr, sehr treffend. Da ist eine tiefe Wahrheit drin. Und wenn er jetzt schon anfängt, diese Dinge zu benennen, dann ist das etwas, dass auch in ihm nicht ohne Spuren bleibt. Aber er hat seine Geschwindigkeit und viele Menschen bewegen sich wie Zombies, könnte man sagen, wirklich auf eine sehr unkoordinierte Art und Weise und sehr unsicher und sehr langsam. Und wenn da jemand kommt und auf einmal mit einem Extremfakt den anderen überfordert, dann macht der dicht. Mein Tipp ist wirklich liebevoll da umzugehen und jemand versuchen, guck mal, ich mache einen Test und kann er damit vielleicht schon was anfangen, hat er schon was gehört und auf einmal merkst du, oh, der nickt, der versteht das und dann kommt was in ihm an und so soll die Tagesenergie sein. Ja, das so als Hinweis und wenn ich über diese Dinge ein Stückchen philosophiere, weiß ich, es gibt welche, sage, Mensch, da spule ich vor und ich will ja nur die Nachrichten da ausgewertet bekommen. Dann ist das im Moment das, was für dich wichtig ist. Ja, so ist es halt. Und ich biete eben hier ein Potpourri an, an verschiedenen Informationen. Ich möchte nicht in Konkurrenz treten mit den vielen guten, tollen Bloggern, die da Analysen machen und die wirklich toll recherchieren und unglaublich schnell reagieren. Und das finde ich wunderbar. Das ist ganz, ganz wertvoll. Und die leisten dann eine super Arbeit. Ich möchte einfach ein Stück weit aus einer etwas anderen Perspektive die Dinge beleuchten und dir auch Impulse geben, wie bestimmte Dinge aufgebaut sind. Ganz generell bei der Tagesenergie ist immer das Allerwichtigste, dass diese Meldungen hier einen symbolischen Charakter haben. Das heißt, im Idealfall symbolisch sind, weil sie auf die dahinterliegenden Energien hinweisen. Im Mindestfall aber ein Zeichen sind für etwas. Also wie zum Beispiel dieser Meilenstein, von dem ich eben gesprochen habe, dass man sagen kann, ich kann daraus was ableiten. Ich kann daraus sozusagen einen Blick erhaschen auf die aktuelle Zeitqualität. Was tut sich da? Ändert sich da schon was? Und das so als Hinweis. Übrigens, ich habe mich heute Morgen total vertan in der Zeit. Ich war sozusagen ganz wieder in einer anderen Welt. Und ich lebe wirklich sehr zeitlos und meine Haare sind nicht fettig, sondern sie sind noch nass, weil ich habe
erst kurz vor der Tagesenergie geduscht. Ich bin vorher noch mit meinen Hunden rausgegangen und habe die Zeit vergessen und lebe manchmal auch sehr außerhalb dieser Welt, die wir hier betrachten. Und für mich ist es immer wichtig, dass ich aber, wenn ich die Tagesenergie mit dir teile, mich wieder ganz darauf einlasse. Und das ist auch wichtig. Weißt du, es ist für viele ein Ideal dieser Welt zu entfliehen möglichst. Also einfach zu sagen, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich ziehe mich da komplett zurück und möchte gar nicht mehr berührt werden. Man könnte auch sagen, man will diese ganzen Kämpfe nicht mehr. Aber diese Welt ist eben eine Bühne, auf der Kämpfe stattfinden. Das ist die Art, wie die Welt aufgebaut ist. Und diese Kämpfe sind nicht nur Kämpfe im Außen, sondern es sind auch innere Prozesse. Und die aktuellen Impulse, die sind da sehr, sehr gut geeignet, uns wirklich bis an die Grenzen zu bringen. Und es ist einfach sehr wichtig, dass wir diese Kämpfe trotzdem führen. Also wenn ich jetzt mit dir hier die Tagesenergie teile, dann bin ich mit dir auch in diesem, habe ich vorhin gesagt, in diesem Kaninchenbau. Und dann müssen wir den natürlich auch ernst nehmen. Und trotzdem nicht vergessen, dass es in gewisser Weise ein Traum ist, dass diese Dinge eine illusionäre Ebene haben und dass genau aus diesem Grund auch bestimmte Strukturen uns so intensiv festhalten können. Das klingt widersprüchlich, aber ja, das ist mit allen Wahrheiten so. Die sind immer paradox. Bevor wir zu den einzelnen Meldungen kommen, möchte ich nochmal auf die aktuellen energetischen Qualitäten grundsätzlich zurückkommen. Ich habe ja bei einigen Tagesenergieausgaben in der Vergangenheit darüber gesprochen, was an diesem Tag der Tagesenergie gerade aktuell energetisch zu beobachten ist. Aber zu Recht hat mir jemand damals gesagt, naja, das ist aber ja immer alles dann schon Vergangenheit, denn die Dinge werden ja häufig auf YouTube viel später gesehen und naja, dann ist das nicht mehr wirklich interessant. Man erinnert sich nicht mehr wirklich an diesen Tag. Stimmt. Von daher meine ich, dass es eine bessere Idee ist, wenn ich dir so einen energetischen Überblick der aktuellen Tage gebe, also so der letzten Tage, und du einen Eindruck gewinnst, wie die Dinge sich vielleicht auch energetisch entwickeln. Es sind eben bestimmte Zyklen auf der einen Seite, die sich wiederholen. Auf der anderen Seite sind es aber auch unterschiedliche Aspekte, die nicht einer uns verständlichen Ordnung folgen. Also da kommen Energien hoch, die vorher nicht voraussehbar waren. Das muss auch gesagt werden. Und von daher ist es immer ein bisschen wie in einem Kajak auf einer Strecke, die man nicht kennt. Da kommt Wildwasser, dann kommt was Ruhiges. Oh, da höre ich was rauschen. Das könnte ein Wasserfall sein. Und manchmal überhört man auch etwas. Und diese aktuellen energetischen Impulse, die wir jetzt bekommen, sind aber sehr deutlich. Sie haben an Intensität zugenommen und der Druck wird stärker. Ich habe häufig schon darüber gesprochen, schon noch zu Zeiten, als ich bei Bewusst TV beim Joe Conrad war, kannst du noch in den alten Aufnahmen hören, dass eben sich die Spreu vom Weizen trennt jetzt. Man könnte aus der Perspektive des sich trennenden Weizens auch sagen, man muss jetzt erkennen, wo man hingehört und welche Stellung man einnimmt. Oder anders gesagt, welche Antworten man auf die Herausforderungen gibt. Es kommen Dinge auf uns zu und du wirst wirklich klar gefragt, so, was ist jetzt deine Antwort? Und bisher haben wir sehr stark mit der Strategie des Durchmogelns und vielleicht auch des angepassten Antwortens arbeiten können. Das funktioniert jetzt kaum noch, weil wir in uns selber so stark spüren, dass solche Antworten uns in eine Position bringen, in der wir nicht mehr sein wollen und auch nicht mehr sein können. Vielleicht hast du das mitbekommen. Es gab jetzt diesen Justizbeamten, der sozusagen einen Leak zu dem Haftbefehl gegeben hat, der dann auch dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen mitbekommen haben, was eben in diesem Haftbefehl stand, bei einem Übergriff, der ansonsten wieder sehr neutral, und das ist sehr positiv formuliert, weitergegeben worden ist. Man versucht dort ganz deutlich bestimmte Umstände wegzulassen.
Naja, und dieser Mann, der hat nun auf einmal sehr viel Ärger. Hausdurchsuchungen, mehrere Hausdurchsuchungen, wie ich gehört habe. Und er wird wohl seinen Job verlieren. Ich sage jetzt ganz bewusst Job, weil die Dinge sind heute alle mehr oder weniger das, was man einen Job nennt. Und trotzdem hat er wohl einfach gespürt, es geht so nicht mehr. Und an diesen Punkt werden wir jetzt immer mehr gebracht. Und natürlich ist es auch so, dass wenn wir uns umschauen, nicht alle, die jetzt auf dieser Bühne auftauchen und ihre Position verändern, in Wahrheit die innere Haltung verändert haben. Es wird sehr viel auch dort auf dieser Bühne eben ein Theaterstück vorgeführt. Ein Theaterstück, das von Schauspielern besetzt worden ist, zu einem sehr großen Teil. Und einige dieser Schauspieler haben ganz andere, schwer, jetzt habe ich mich in eine Position gebracht, ich will den Satz nicht beenden, ohne zu sehr mystisch zu sein, beziehungsweise zu wenig konkret zu sein, aber ich will auch nicht zu viel sagen. Es sind Schauspieler, deren Motivation ganz anders ist, als wir das als übliche Menschen vermuten. Da sind ganz andere Kräfte dahinter, so will ich es mal sagen. Das ist gut gesagt, es sind andere Kräfte dahinter. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist wirklich von diesen Meilensteincharakter geprägt, denn auf der Bühne wird wieder umgebaut. Und das ist auch der Einstieg gleich in die Meldung. Ich werde aber zum Ende der heutigen Tagesenergie auf jeden Fall noch Hinweise geben zum Thema dieser Energien, wie man damit umgehen kann. In den letzten Tagen gab es, das vielleicht noch vorab gesagt, einige magische Aktivitäten, die für mich deutlich sichtbar oder spürbar geworden sind. In Kürze wird es dazu ein Video geben. Wieso? Wie kann man das messen? Was steht dahinter? Ist da eh Quatsch? Das würde jetzt zu weit führen und dann wird das eben auch dann zu einem Thema, das ich dennoch immer wiederholen muss. Und ich müsste immer sagen, ja, in der 117. Tagesenergie habe ich das erklärt. Es ist besser, ich mache ein spezielles Video dazu. Aber als Hinweis will ich es dennoch sagen, es sind bestimmte Kräfte, die Spuren hinterlassen. So, und wenn man diese Spuren erkennen kann, dann kann man auch einen Rückschluss auf den Fuß finden, der die Spur hinterlassen hat und auch auf das Gewicht, mit dem dieser Fuß aufgetreten ist. Und das ist das, was ich hier sagen möchte. Und diese magischen Impulse, die sind durchaus nach meinem aktuellen Verständnis und meiner Einschätzung auf Basis dieses Umbaus zu sehen, weil einfach im Moment sehr viel verändert wird. Kommen wir zu den Meldungen. Und ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das ausgedacht habe. Ich halte die Meldung dann nachher rein. Ich habe hier zwei Monitore. Einmal, ich gucke jetzt in die Kamera. Da habe ich hier auch Zugang zu meinem Formular, falls jemand eine Frage hat. Wenn ich mich aber sehen will, dann muss ich auf die Seite gucken. Und ich gucke natürlich zum Teil, weil ich sehen will, ob du meine Meldung sehen kannst. Ich halte die gleich noch besser rein. Aber ich möchte erstmal selber vorlesen. Die Meldung ist vom 18. August, ist also nicht mehr so ganz aktuell. Und die Meldung ist interessant, sie scheint aber noch interessanter zu sein und sie wird häufig auch fehlinterpretiert. Ich habe sie hier von Epoch Times. Bild-Chef beklagt selbstmörderischen Wahnsinn. Unser Staat beschützt jene, die uns die Kehle durchschneiden wollen. Das ist die Meldung. Und hier wird dann zitiert, die 767 islamistischen Gefährder, die in Deutschland leben, sehen nur drei Möglichkeiten, wie man mit uns Ungläubigen verfahren sollte. Versklaven, zum Übertritt zum Islam zwingen oder umbringen, beginnt Julian Reichelt, Chefredakteur der Bild-Zeitung, so einen Kommentar. Das scheint natürlich sehr ungewöhnlich. Das ist ja eine, man könnte sagen, ein Hate Speech. Wenn man nach den üblichen Einschätzungen der sozialen Medien geht. Jedenfalls ist das ungewöhnlich. Das ist eine ganz andere Art Kommentar, der hier von der Bild-Zeitung, besser gesagt vom Chefredakteur kommt, als man das so gewohnt ist, oder? Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ah, jetzt hat's die Bild-Zeitung verstanden. Jetzt haben die es auch kapiert. Das ist natürlich unvorstellbar kindisch. Vor allem,
allen Dingen aber ist es natürlich naiv. Hierfür gibt es noch ein tolles Wort, das ist blauäugig. Es ist nicht schlecht, naiv zu sein. Das ist eine ganz wunderbare Qualität in gewisser Weise, aber sie ist in einem solchen Szenario, in einer solchen Welt gefährlich. Kennst du die Geschichte vom fliegenden Esel? Ich habe die auch schon mal erzählt, auch beim Joe, aber das ist so lange her und ich vermute, das wirst du vielleicht vergessen haben oder du hast sie vielleicht nicht gehört, aber ich habe sie mal erzählt. In einem Kloster, da gibt es einen Mönch, der ist total naiv, total wie ein Kind, glaubt alles und die Mönche machen sich über ihn lustig. Und an diesem Tag, von dem ich dir jetzt berichte, gucken die Mönche oben aus dem Fenster vom Kloster und rufen, guck mal, schnell, 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 da fliegt ein Esel vorbei. Und der Bruder, der da in der Ecke gestanden hat, der läuft ganz schnell zum Fenster und guckt raus, ich kann keinen Esel sehen. Und alle lachen über ihn und sagen, du bist da wirklich sehr naiv. Und dann sagt er, ich konnte mir eher vorstellen, dass ein Esel vorbeifliegt, als dass meine Brüder mich belügen. Das hat was, oder? In diesem Zusammenhang ist Naivität sehr schön. Sie zeigt eine tiefe Hingabe auch. Aber andererseits ist sie gefährlich in einem solchen Szenario, weil sie wird missbraucht. Und dann ist auf einmal diese Hingabe in diesem Szenario etwas Selbstmörderisches. Und da muss man wieder zur Qualität der Selbstverantwortung und auch des Einnehmens des eigenen Raums und das Aufzeigen der Grenzen kommen. Tja, das ist wichtig. Also von daher, Naivität ist keine Kritik von mir, aber sie ist ein Hinweis, dass sie hier wirklich fehl am Platze ist. Also zunächst einmal ist natürlich diese Kritik eine sehr relative, denn er spricht von diesen 767 islamistischen Gefährdern. Damit wird eine Vorstellung geschaffen von konkreten Anzahl von Gefährdern, die in Deutschland leben. Und diese Gefährder, das ist eine sehr reduzierte Zahl, es sind nur 767. Das ist natürlich bei 82 Millionen Bewohnern, wie man das immer so sagt, oder Einwohner sagt man ja sogar, das sind auch alles Definitionen, die dahinter stehen, ist es natürlich relativ gering. Und wenn man diese Zahl so kennt, dann weiß man ja auch über sie Bescheid. Und diese 767, die sehen nur drei Möglichkeiten, wie man mit uns Ungläubigen verfahren sollte, nämlich versklaven, zum Übertritt zum Islam zwingen oder umbringen. Und sie schmieden ununterbrochen Pläne, sagt er dann weiter, wie man Terroranschläge, möglichst viele von uns ermorden kann. Naja, das ist Panikmache. Das ist kein Verständnis. Angst schüren. Darum geht's. Und natürlich auch gleichzeitig wieder eben jene Naive ins Boot holen, die dann meinen, naja, jetzt langsam wachen sie auf. Ich habe jeden Tag mit solcherlei Interpretationen zu tun, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige, wenn ich mir die Kommentare ansehe, wenn ich mir in Foren Dinge durchlese. Da schreiben Leute, ja, jetzt wird die Frau Merkel wach. Oder da schreibt jemand, ja, die Frau Merkel, die ist halt naiv, weil sie im Osten groß geworden ist und ist halt in sich sozialistisch. Also, das ist wirklich äußerst kindlich. Das ist eine Ebene des Theaterstücks für Sonderschüler. Das hat nichts und rein gar nichts mit der Realität zu tun. Diese Dinge sind nichts anderes als eine Fassade und dazu eine dümmlich durchschaubare. Also dazu könnte ich unglaublich viel sagen, nur dann verlieren wir uns und dann kommen wir nicht zurück zu dieser Thematik, denn ich habe diese Thematik mitgebracht, weil sie in der Tat ein Meilenstein parallel unterstützt. Und das ist das, was wir jetzt im Moment sehen können. Es gibt inzwischen Kritik auch von anderen Leuten innerhalb des Systems. Also wir haben jetzt zum Beispiel der Verfassungsschutz, der auf einmal sagt, nein, nein, da gab es in Chemnitz nicht solche Hetzjagden. Und dann gibt es natürlich die Kritik an dem. Und dann gibt es andere, die sagen, oh, das finde ich gut, dass er das sagt.
Das ist Teil der Show, ich bitte dich. Denn eines ist mal klar, es gibt natürlich, und das habe ich mehrfach gesagt, in jedem Szenario, in dem etwas neu aufgebaut wird, immer zwingend die Notwendigkeit, dass mindestens zwei Gruppen vorhanden sind, denn die sind ohnehin vorhanden. Die Befürworter und die Gegner. Und ich muss mich um beide kümmern. Zwingend bei allem, was ich interpretiere und definiere und über meine Struktur dann auch in die Öffentlichkeit gebe. Ich muss beide Seiten zumindest in einer gewissen Kontrolle haben. Und wenn ich merke, die eine Seite, die stets die, man könnte sagen, Unterdrückte ist, auf einmal so stark an Intensität zulegt, naja, dann muss ich denen ein bisschen mehr Raum geben. Denn ich brauche ja auch diese Gruppe, damit dann später die andere übermächtige Gruppe wieder unter Kontrolle gebracht werden kann. Denn die will ich auch nicht. Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, heißt das. Und das ist genau das. Die, die jetzt glauben, sie stehen auf der Seite, die noch die Macht haben, sind die, die ohnehin, deren Abschaffung schon feststeht. Mach dir da nichts vor. Die sind vollkommen verbrannt. Ich habe ein Video gemacht, die letzte Rolle von der Kanzlerin. Ja, die ist noch immer da. Das ist einfach deswegen da, weil die Dinge in einer bestimmten Geschwindigkeit nur ablaufen, weil die Deutschen unglaublich friedlich sind. Unglaublich friedlich sind. Und unglaublich naiv. Und blauäugig. Das ist ein interessanter Hinweis. Das ist eine wunderbare Eigenschaft, aber nur unter Menschen, die damit umgehen können. Viele Menschen interpretieren das als Schwäche. Wenn du großzügig bist, wird es als Schwäche interpretiert. Und wenn du nicht mehr großzügig bist, dann sind alle entsetzt. Warum? Auf einmal hat immer kostenlos was bei dem zu essen gegeben. Und immer kippen, so viel ich wollte. Und immer, und jetzt auf einmal gibt's weniger. Das ist ja eine Sauerei. Das ist aber genauso. Und daran kannst du viel erkennen. Und in einem solchen Kreis von Menschen wird einfach derjenige, der großzügig ist, in vielen, vielen Fällen nicht nur ausgenutzt, sondern er wird auch seiner Motivation beraubt, weiter Dinge zur Verfügung zu stellen. Er sagt, Perlen vor die Säue geschmissen. Es ist wirklich ganz wichtig, dass wir das erkennen. Und in dieser jetzigen Konstruktion, die wir jetzt sehen, ändert sich was. Bisher war Donald Trump derjenige, der auf der Bühne aufgetaucht ist und eine andere Linie vertritt. Das habe ich übrigens schön gesagt. Auch das Wort vertritt ist hier passend. Und Linie passt auch. Und diese Linie war zunächst einmal wirklich fast nirgends sonst zu finden. Und jetzt nach und nach kommen da die Dinge in Gang. Das sehen wir schon. Österreich, Ungarn natürlich. Ja, ja, ich weiß, da gab es gestern wieder einen kleinen Rüffel. Naja, das gehört dazu, das gehört zur Show. Außerdem sind natürlich viele Komparsen in dieser Show, die wirklich nicht wissen, in welche Rollen sie gebracht werden. Die nicht wissen, dass das Stück dann anders abläuft. Dass ihr Tod in der übernächsten Folge schon feststeht. Das ist so. Und die Dinge können wir deutlich sehen. Und jetzt auf einmal kommt da ein Herr Seehofer, der schon mal Kritik geäußert hat. Drehhofer wird er ja genannt. Naja, klar, die Leute merken das, dass sich da jemand dreht. Viele sind aber froh. Endlich hat er es gemerkt. Das ist naiv. Das ist wirklich naiv. Und noch einmal, kein Vorwurf. Aber hier, weißt du, Naivität hat auch sehr stark ihre Wurzeln im Verbleib in der Kinderwelt. Und ich möchte gerne nochmal, falls du neu hierher gekommen bist, mein Uralt-Video, hätte ich fast gesagt, zum Thema Leben wir nach einem kindlichen Weltbild. Das möchte ich dir dringend, dringend anraten, weil das wirklich die Dinge für viele Menschen verdeutlichen kann. Wir sind durch unsere ganze Konditionierung zu Kindern, zu ewigen Kindern gemacht. Mama Merkel, das wird ja sogar gesagt. Vater Staat, Mutter Kirche, wir sind Kinder.
Und wir bleiben Kinder, weil wir in einer pseudo-heilen Welt gehalten werden. Und jetzt kommen auf einmal Menschen, die sind keine Kinder. Die sind aus der Kinderwelt befördert worden, und zwar teilweise brachial, mit Brutalität. Die sind auf eine bestimmte Art konditioniert. Und damit werden wir nicht fertig. Mama, der große 18-Jährige hat mir aufs Maul gehauen. Und dann geht der Vater hin und kriegt vom 18-Jährigen auch aufs Maul. Wir erleben eine Radikalkur. Der Kindergarten ist geschlossen. Die Tante Annegret macht die Tür nicht mehr auf. Das ist wirklich die Situation. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen. Und wenn wir nicht bemerken, dass andere für uns dieses ganze Szenario gestalten, man könnte sagen, den Stall für uns vorbereiten und uns langsam da reintreiben. Und das langsam steht wirklich in Anführungszeichen, geschieht seit Hunderten von Jahren, in Wahrheit seit Tausenden, aber seit Hunderten von Jahren ist es wirklich deutlich sichtbar. Zeitalter der Aufklärung, da kannst du ganz, ganz, ganz viel sehen. Da fangen diese ganzen Strukturen an. Erkennbar, die fangen viel früher an, aber da kannst du sie in aller Deutlichkeit sehen. 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Dann deutlich, ganz deutlich. Wie auch immer, wir merken jedenfalls, es wird das neue Szenario vorbereitet. Und das hier ist keine Meldung, die dich jubeln lassen kann, sondern sie ist ganz klar Mainstream und sie macht nichts besser. Und dass jetzt auf einmal hier bestimmte Strukturen im Staat sich den Umständen anpassen müssen, naja, das ist doch kein Wunder. Der Staat bekommt all seine Energie durch uns, von uns. Der kann nicht immer nur über Subventionen einzelner Kanäle das ausgleichen, das geht nicht. Er braucht die Energie und er kann nicht dagegen arbeiten auf Dauer. Also muss er dort auch ein bisschen mehr Energie hingeben. Plus, er möchte ja auch diese Kräfte stärken, damit tatsächlich das, was hier kommen soll, nämlich ein wirklicher Konflikt, möglich wird. Also wir werden darüber noch oft zu sprechen haben. Also das zu dieser Meldung und den damit verbundenen Meldungen. Also alles, was jetzt so kommt im Moment und vielen Menschen auch Hoffnung macht. Das soll ja auch so sein. Und damit will ich nicht sagen, dass wir keinen Grund zur Hoffnung haben. Im Gegenteil. Wir sehen, dass die Dinge nicht so ablaufen wie geplant an sehr vielen Stellen und dass viele Menschen auch anfangen nachzudenken und dass sie begreifen, dass sie einfach missbraucht werden. Und dann gibt's natürlich wirklich die erschreckend und geradezu bestürzend machende Gruppe von Menschen, die keinerlei Verständnis entwickelt haben und die darauf bestehen, in dieser Schublade zu bleiben, in die man sie hineingesetzt hat. Und die meinen, dass sie wirklich diesbezüglich auf der Seite der Guten stehen und deswegen alles tun können, auch wenn es noch so schlimm ist. Und diese Gruppierung wird natürlich dadurch auch durchschaubar. Also sie ist im Grunde genommen das schlechte Beispiel, was wir alle brauchen, damit wir es sehen können. Also von daher auch alles in Ordnung. Ja, jetzt habe ich eine Meldung, da hätte ich fast die Bild-Zeitung gekauft. Und das heißt was. Ich habe es nicht gemacht. Ich sagte, das finde ich auch im Internet, das mache ich nicht. Also das kann ich nicht tun, selbst nicht für dich und nicht für die Tagesenergie höher und sehr. Und von daher habe ich das nicht gebraucht. Ich habe sie aber mitgebracht. Ach, siehst du, jetzt habe ich fast vergessen. Ich wollte es doch noch in die Kamera halten. Muss ich mal hier rüberschauen? Guck mal, Epoch Times, da siehst du es. Bildchef beklagt selbstmörderischen Wahnsinn. Unser Staat beschützt jene, die uns die Kehle durchschneiden wollen. Naja, also das als Hinweis. Du findest natürlich, wenn du da ein bisschen googelst, das sowieso. Bevor wir aber zu dieser Meldung hier von der Bildzeitung kommen, die bringt uns auch in einen etwas anderen thematischen Bereich, werde ich mal hier meine Seite neu laden mit meinem Formular. Vielleicht gibt's eine Frage. Mal gucken. Ja, eine Frage habe ich in der Tat bekommen und die kommt in eine andere Richtung daher. Aber trotzdem, das kann ja ruhig so ein bisschen durch diese Fragen dynamischer werden. Und die Frage heißt, Namaste Alexander, siehst du bei den Geschehnissen um die Hurricanes einen Zusammenhang mit magischen Aktivitäten?
Beste Grüße. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es das wirklich auf der wirklichen, entscheidenden, energetischen Ebene sind es manipulative Kräfte, die dahinter stehen. Das sehe ich absolut so. Wenn ich jetzt aber sagen würde, es sind magische Aktivitäten, dann würden viele Menschen eine Vorstellung von Magie bekommen, die hier ein falsches Bild erzeugt. Aber es sind in der Tat Ausprägungen von energetischen Aktivitäten. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber diese gesamte Veränderung um uns herum wirkt sich natürlich in allen Bereichen aus. Also mit anderen Worten, das, was energetisch geschieht in diesem illusionären, ja, oder auf dieser Bühne, das wird energetisch versorgt von Kräften, die natürlich in allen Aspekten vorhanden sind. Also in der Natur, in die vorhanden sind, in den familiären Strukturen, die vorhanden sind im Gesundheitssystem, die vorhanden sind in der Tierwelt. Also mit anderen Worten, alle kriegen was von dieser Energie ab. Und es ist jetzt die Herausforderung natürlich, wenn man das interpretieren will, einen Blick insbesondere auf jene Bereiche zu richten, die weniger manipuliert sind und weniger Ablenkungen enthalten. Also mit anderen Worten, wenn ich in der Lage bin, Entwicklungen in der Natur zu beobachten, dann sind dort weniger Ablenkung, als wenn ich das aus Zeitungsartikeln herauslesen will. Zeitungsartikel sind einfach gemacht, um mich in einer bestimmten Vorstellung zu halten. Das tut die Natur nicht. Die Natur drückt das aus, was sie ist. Und deswegen sind solche Bewegungen für bestimmte Dinge sehr interessant. Und bei meinen Beobachtungen, bei den magischen Aktivitäten, die ich beobachte, bei meinen magischen Beobachtungen, da ist es so, dass die Aktivitäten in der Natur und an solchen anderen Stellen für mich viel bedeutsamer sind. Irgendwas hat sich wieder hier ausgelockt oder eingelockt. Ja, ist halt so. Gut, also das zu dieser Frage. Ich habe die Bildzeitung fast gekauft, habe ich gesagt. Warum? Ich habe gedacht, es haut mich um. Ich stand mit meiner... Reimt sich sogar. Warum? Ich dachte, es haut mich um. Ich bin mit meiner Frau, stand ich an der Kasse beim Supermarkt und gucke auf den darüber liegenden kleinen Tabakladen, der natürlich die Bildzeitung prominent ausliegen hat. Und da steht, das neue Wirtschaftswunder kommt. Neues Wirtschaftswunder. So Gold ging's uns noch nie. Guck mal, das habe ich dann ausgedruckt. Ja, da siehst du's. So Gold ging's uns noch nie. Nun muss man wissen, dass es im Moment überall Einbrüche gibt in der Wirtschaft, und zwar massive Dinge. Ich lese dir erstmal diese Meldung kurz vor. Und das ist wirklich die Meldung für die Kinder, ja? Vom 30.8. Boom! Wirtschaft und Wohlstand wachsen, Monat für Monat. Experten erinnert das immer mehr an das deutsche Wirtschaftswunder, den legendären Nachkriegsaufschwung der 50er und 60er Jahre. Die deutsche Wirtschaftsnachrichten schreiben vom 30.8., gleicher Tag, Europas Unternehmen erwarten deutlich schlechtere Geschäfte. Die Stimmung unter den europäischen Unternehmen hat sich zum 8. Mal in Folge verschlechtert. Heute von der deutschen Wirtschaftsnachricht. EZB sieht Wachstum in der Eurozone schwinden. Die EZB erkennt Anzeichen für eine Abkühlung. Wenn du guckst, Autoindustrie, alles bricht ein. Und selbstverständlich werden jetzt die Renten besteuert, beziehungsweise die Besteuerung der Renten, die ohnehin ein Skandal ist, wird verdoppelt. Ein Ausdruck, wie gut es uns geht. So Gold geht's uns noch nie. Neues Wirtschaftswunder. Interessant ist übrigens auch, dass wenn man guckt, dieses fröhliche Paar Dollar in der Hand hängt. Vielleicht ein Hinweis dafür, ich tut mir übrigens leid, wenn das so laut eben war, ich war so dicht am Mikrofon, sorry. Vielleicht ein Hinweis dafür, dass es in den USA tatsächlich relativ stark
nach oben geht, was die Wirtschaft betrifft. Vor allen Dingen aber der starke Dollar richtige Probleme verursacht. Kommen wir mal auf das Symbolische hierbei zu sprechen. Die Verhöhnung. Die absolute Verhöhnung. Kein Volk in Europa ist so arm wie die Deutschen. Und dazu gibt es Studien, die du finden kannst. Und zwar ganz offizielle von der Europäischen Union. Zypern ist reicher als Deutschland. Griechenland ist reicher als Deutschland. Mehr Griechen besitzen eigene Häuser als die Deutschen. Den Menschen wird immer wieder gesagt, was kannst du froh sein, dass du jetzt hier lebst? Und auch Merkel sagt, den Deutschen ging es noch nie so gut. Das ist Verhöhnung. Provokation könnte man auch sagen. Vor allen Dingen aber ein ganz klarer Hinweis. Und wer den Hinweis nicht hören kann und wer es nicht begreift und wer glaubt, dass das stimmen muss, der muss es halt wiedercoin. Und der wird's wiedercoin. Und das sind nicht wenige, die das tun. Hört ihr das vielleicht mal an, was ich gestern gesagt habe? Ich habe darüber gesprochen, dass die Menschen einfach wirklich die Dinge nur wiedercoin, um ein Schulterklopfen zu bekommen in vielen Fällen. Also nur ist eine Übertreibung, dass sie das... Aber dass es sehr häufig geschieht, das stimmt. Und ich verweigere solche Schulterklopfen, ich mache das nicht. Ich bin auch dort politisch sehr unkorrekt. Also wenn jemand auf diese Art meint, er kriegt von mir eine Zustimmung, und das passiert häufig natürlich, nicht direkt, nicht unmittelbar, nicht weil sie von mir eine Zustimmung wollen, sondern ganz grundsätzlich, weil sie einfach ihre politische Korrektheit präsentieren. Und sage ich, sehe das ganz anders. Und dann merkst du auf einmal, wie die auch zurückrudern, weil sie keine Stabilität haben. Du musst in dir deine Stabilität finden. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du die nicht hast, bist du wie ein Fähnchen im Winde. Und diese Meldung hat noch einen Hinweis im Gepäck. Gold ging es uns noch nie. Zum einen natürlich diese Formulierung, so Gold ist natürlich auch schon eine interessante Formulierung. Aber hier will ich darauf hinweisen, dass natürlich am gleichen Tag, an der diese andere Meldung herausgekommen sind, und es sind viele, zahlreiche Meldungen, die auf ganz starke Rückgänge zurück, auf Hinweisen, Exporte in Deutschland brechen massiv ein, dass man hier von kollabierenden Meldungen sprechen kann, die einfach, man könnte sagen, gegeneinander zur gleichen Zeit veröffentlicht werden und die einfach zu einer tiefen Verunsicherung beitragen. Morgens ist der Papa noch ganz nett und sagt, du, ich bring dir was mit heute Abend, Sebastian, weil du hast so eine tolle Note geschrieben. Und dann geht die Tür auf und der Sebastian macht die Tür auf und der Vater scheuert ihm eine. Da entstehen Psychosen, da entstehen tiefe Verunsicherungen. Und diese Art, der Art, der wir ausgesetzt sind, können wir häufig zuschauen, wenn wir ein bisschen genauer hinblicken. Es wird sehr häufig gemacht. Na gut, wollen wir das nicht ausweiten. Der Hinweis aber auch an dieser Stelle, dass auch hier ein Umbau stattfindet. Denn es ging uns nicht Gold jetzt und es wird uns noch weniger Gold gehen. Wir sind Zeugen eines goldenen Jahrzehnts, sagt Chefvolkswirt der DiBa-Bank Carsten Bretzky. In den 34 der letzten 37 Quartale ist die Wirtschaft gewachsen. Im Juli hatten 44,7 Millionen Menschen Arbeit. Rekord mit Ausrufungszeichen. Interessant, ne? Was ist eigentlich mit den ganzen Hartz-Empfängern? Was ist eigentlich überhaupt mit diesen Zahlen? Das ist eine Verhöhnung. Das ist eine Verhöhnung. Und es ist nicht so, dass diese Journalisten es nicht besser wüssten. Das ist meine ganz klare Auffassung. Hier ist es nicht die Naivität, die die Feder führt. Ja, ich habe es gesagt. Europas Unternehmen erwarten deutlich schlechtere Geschäfte. Und EZB sieht Wachstum in der Eurozone. Leider habe ich hier nicht mehr als diese Überschriften. Schau her. Warum? Naja, die siehst du es unten schon. Ich müsste also mich hier anmelden bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Vielleicht mache ich das mal irgendwann. Aber ich mag das nicht so gerne. Dieses Modell gefällt mir nicht so gut. Und leider gefällt mir auch die deutsche Wirtschaftswoche insgesamt nicht mehr so gut, wie sie mal früher war. Das heißt also, ich bin durchaus bereit,
die entsprechenden Kanäle zu unterstützen. Wir tun das auch hier und da. Aber die Deutsche Wirtschaftswoche würde ich nicht finanziell unterstützen. Ich würde allerdings darauf hinweisen, und das tue ich, dass ich sie trotzdem für eine sehr gute Quelle halte. Das ist sie zweifellos. Und wie gesagt, da kann ich dir also jetzt nicht die Meldung vorlesen, aber du findest natürlich viele, viele solcher Meldungen, auch in den anderen Mainstream-Medien. Und von daher kannst du da selber recherchieren. Was noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist tatsächlich die problematische Situation der ansteigenden Zinsen in den USA. Das siehst du zum Beispiel ganz toll und deutlich bei der türkischen Lira. Also hier wird natürlich gesagt, das ist diese katastrophale Politik von dem Erdogan, das ein ganz böser ist. Wenn du dich ein bisschen genauer beschäftigst, dann siehst du natürlich, dass inzwischen in den USA für Anleihen, für Staatsanleihen beispielsweise, ein viel höherer Zins gezahlt wird als in der Eurozone. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich für mein Geld in den USA eben eine deutlich höhere Verzinsung bekomme, na, dann werde ich da mein Geld anlegen. Und dann fließt, könnte man sagen, dieses Geld aus Europa ab. Wenn ich das so sage, dann nährt das auch wieder ganz viele falsche Vorstellungen über Gelder und das ganze Geldsystem ist wirklich angefüllt von Missverständnissen. Viele Menschen haben die Vorstellung, das Geld wird aus dem Nichts erzeugt. Das ist faktisch auch nicht wirklich richtig. Das ist tatsächlich diese Annahme, natürlich, wenn man sich das genauer anschaut, nicht gänzlich falsch in der Ableitung, weil es sich so darstellt. Aber wenn man ein bisschen genauer guckt, dann gibt es da durchaus eine energetische Anbindung, die da geschaffen wird. Und von daher sind hier Missverständnisse nicht zu vermeiden. Das macht aber nichts. Trotzdem kann das deinem Verständnis dienen, denn du musst eines verstehen, die ganz großen Geldverwalter in der Öffentlichkeit, beispielsweise Pensionskassen, die großen Lebensversicherungen, die großen Rentenfonds, die haben Vorgaben, was die mit ihren Geldern anfangen können oder wie diese entsprechenden Kapitalmengen dort verwaltet werden. Ich tue mich schwer mit dem Wort Geld. Das heißt also, hier gibt es Vorgaben und deswegen fließen diese Gelder natürlich automatisch auch nur dahin, wo man sie investieren darf. Und das ist zu einem großen Teil eben die Investition in die sogenannten sicheren Häfen. Das maritime Recht lässt grüßen. Und diese sicheren Häfen, das sind die Staatsanleihen. Könnt ihr mal gerade gucken. Ich habe jetzt diesbezüglich heute noch gar nicht geschaut. Ich rufe das mal auf. Du kannst mir mal über die Schulter schauen. Und diejenigen, die vielleicht gerade die Gelegenheit nutzen wollen, können mir ja eine Frage stellen. So, ich gucke mal ganz kurz nach. Hier habe ich so eine Chartübersicht. Wenn ich es jetzt gleich finde. Und dann kann man ja mal gucken, wie dort im Moment die entsprechenden Staatsanleihen aussehen. Die Staatsanleihen, da habe ich's. So. Naja, also in Griechenland, da bekomme ich, wenn ich mein Geld anlege, relativ viel Geld. Warum? Griechenland ist natürlich interessant, weil denen freiwillig nicht so leicht jemand Geld gegeben hat in der Vergangenheit. Und jetzt bekommt jemand, der sein Geld dort für 10 Jahre anlegt, 4%. Für 5 Jahre 3,14. Aber wenn ich zum Beispiel mein Geld anlegen möchte in Deutschland, na, dann bekomme ich auf 10 Jahre 0,43%. Und auf 5 Jahre muss ich sogar noch was bezahlen. Da kriege ich nämlich minus 0,19%. Und wenn ich es auf 2 Jahre anlege, dann sogar minus 0,5%. Und die gesamte Eurozone, Finnland, Niederlande, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, alles Minuszins. Italien, Entschuldigung, gibt es ein klein bisschen, da gibt es 0,81%. Aber ansonsten auch in Spanien oder in Irland, auch in Portugal, musst du Geld mitbringen. Auf 2 Jahre. In den USA kriege ich 2,75%, muss nichts mitbringen. Du siehst, deswegen fließt da das Geld hin und das ist ein ganz großes Problem. Ein ganz großes Problem. Was kriege ich denn in der Türkei an Zinsen, willst du wissen? Sage ich dir auf 2 Jahre, 26,28%. Das ist das Problem.
Willst du lieber 2,75% von den USA oder lieber 26% türkische Lira angelegt mit 26%? Oder vielleicht 18,76% in der Ukraine oder 19% in Ägypten? Na, als entsprechender Fondsverwalter, als große Lebensversicherung kann ich das gar nicht. Da darf ich das gar nicht in der Türkei anlegen, denn die werden diesen Auflagen nicht gerecht und deswegen fließt das Geld in die USA. Und die USA werden nochmal die Zinsen erhöhen, in diesem Jahr. Und das ist das ganz große Problem, das Europa hat. Und die Flüchtlingswelle, die hat sehr viel damit zu tun. Ich kann dazu nicht mehr machen als Andeutung, und das tue ich auch nur deswegen, weil ich diese Andeutung ohnehin schon einmal in der Vergangenheit gemacht habe. Jeder, der hier in einem solchen System registriert ist, verschafft dem Staat Kreditmittel. Und das ist etwas, was dir natürlich nicht verständlich ist, wenn du nicht die Hintergründe kennst. Aber wenn du das begreifst, siehst du auch, warum dieser Druck zum Teil jetzt entsteht, und der Druck auf dem Euro ist immens. Immens. Das so mal als richtige Live-Hinweis. Und jetzt lass mich ganz kurz gucken, wenn man sowas ganz Tolles, man kann eigentlich sehr gut bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten so auf die Startseite gehen. Und wenn man so runterscrollt, dann kriegt man so einen Eindruck. Ich lese dir mal so die Headlines vor, wie man neudeutsch sagt. Leitzinsen unverändert. Also die EZB hat die Zinsen nicht erhöht, kann sie auch nicht. Was, wieso kann sie die nicht erhöhen? Naja, dann können sie die entsprechenden eigenen Zinsen nicht mehr zahlen auf die eigenen Schulden, könnte man sagen. Die Zinsen müssen niedrig sein, weil wenn ich andererseits die Zinsen erhöhe, würde das für alle, die dann mehr zahlen müssen, ein echtes Problem geben. Und dann schreibt sie noch, EZB kündigt Ende der Anleihekäufe für Dezember an. Also man versucht jetzt hier trotzdem den Eindruck von Stärke zu vermitteln, indem man sagt, ja, wir erhöhen zwar nicht die Zinsen, aber wir unterstützen nicht mehr diese Anleihekäufe. Was bedeutet denn Anleihekäufe? Das heißt, wenn du deine Staatsanleihen nicht loswirst, du bietest die an, die werden angeboten, und wenn da keine Käufer sind, das ist ganz schlecht. Das heißt für dich, ups, dann muss ich denen mehr bieten, damit die kommen. Kommt trotzdem keiner. Ganz schlecht. Na, dann kommt in der EU die EZB. Die kauft dann. Das ist natürlich ein Skandal, weil mit wessen Geldern kauft sie denn bitte? Das heißt also, wir haben hier so eine Solidargemeinschaft, könnte man das positiv formulieren. Interessant, wir kommen heute in so einen Wirtschaftsschwerpunkt hier hinein. War gar nicht meine Absicht. EZB, das ist die zweite Meldung, EZB sieht Wachstum in der Eurozone schwinden. Das ist die, die ich dir eben auch vorgelesen habe. Dann heißt es hier, Italien, Krise der Regierung irritiert Finanzmärkte, Banken unter Druck. Dann der nächste, türkische Zentralbank hebt Leitzins deutlich an. Haben wir uns gerade eben angeguckt, die Auswirkung. Man versucht jetzt irgendwo diese Lira-Inflation in den Griff zu bekommen. Da würde ich am liebsten viel dazu sagen, weil ich das einfach in dieser Illusionswelt für einen ganz interessanten Ausdruck finde, dieser Verfall, der sich dort zeigt, und vor allen Dingen aber auch der Verfall bei den Papieren, die man für substanzielles Geld hält. Das ist unglaublich. Kann man aus zwei Perspektiven sehen. Im Übrigen, das, was natürlich hier auch entsteht, geschieht natürlich auch außerhalb der Eurozone, Bolivien zum Beispiel oder Venezuela, alle leiden unter dieser Anhebung der Zinsen im Dollarbereich. Da muss kein Schuss abgegeben werden. Also, türkische Zentralbank hebt Leitzins deutlich an. Gründer von Münchner Containervermieter P&R in Haft. Bayern auf dem Weg in die Unregierbarkeit. CSU verliert, Grüne gewinnen. Dann heißt es hier, noch geht's über Maßen, dass sie dich jetzt überspringen, weil wir auf die Wirtschaftsmeldung gucken. Kryptoabsturz stellt .com-Crash in den Schatten, also die Kryptowährung, die abstürzen. Und so geht's weiter. Hier heißt es dann, IWF will staatliche Kryptowährung unterbinden. Naja, da könnte man jetzt viel dazu sagen. Und so geht's weiter mit Meldungen, die zum Teil auch wirklich sehr, sehr stark einen Bezug haben zu diesem Absturz. Und wenn ich dann noch mal dran erinnern darf an die Meldung der Bild-Zeitung. Geht nicht anders, müssen wir mal hochhalten. Guck mal bitte. So Gold ging es uns noch nie.
Boom, boom, Wirtschaft und Wohlstand wachsen Monat für Monat. Experten erinnert es immer mehr an die 50er und 60er Jahre. Also, ohne Kommentar, ohne weiteren Kommentar, waren ja genug Kommentare. Kommen wir zur nächsten Meldung. Falls es keine Frage gibt, lass mich gucken, jetzt habe ich das hier weggeklickt. Skandal. So. Au. Oh. 1, 2, 3. Gut, dann will ich mir mal ganz kurz angucken. Die eine werde ich hier nochmal auf Beantworten setzen. Oh.